Hallo, liebe E-Scooter-Gemeinde. Mein Name ist Christian Balun und ich denke, dass diejenigen, die sich speziell dieses Video nun anschauen, auch schon wissen, wer ich bin. Auch stellen sich viele dieser Leute sicherlich die Frage, warum ich nun alle Videos zu einem bestimmten Elektro-Kleinstfahrzeug von einer Krefelder Firma aus meinem Kanal genommen habe. Auch wird im Internet darüber schon wild spekuliert und teilweise auch gegen mich unfair vorgegangen. Diesen Spekulationen möchte ich nun einen Riegel vorschieben und ganz klar aus erster Quelle, nämlich von mir, sagen, warum es aktuell so ist, wie es ist. Manche erinnern sich vielleicht, ich habe ein Testvideo zu einem Krefelder Elektro-Kleinstfahrzeug, welches gerichtlich verboten wurde, erneut eingestellt und mich dabei penibelst nach bestem Wissen und Gewissen an die gerichtliche Verfügung gehalten, so wie ich sie verstanden habe. Trotzdem kann ich in meinem Video nicht lügen, sondern ich muss bestimmte Fakten, die so sind, auch darstellen und kann das nicht schönreden, wie vielleicht andere es würden. Auch wenn das der Krefelder Firma nicht gefällt, dass deren Produkt, was sie mir als Kunden verkauft hatten, nun in jedem gestellten neuen Testszenario, was sie sich teilweise sogar auch gewünscht hatten, durchgefallen ist. Auch sind weitere Nebenvideos und ein zweites Hauptvideo nun von mir offline. Da geht es darum, dass ich in einem akkreditierten Umweltsimulationslabor mit meinem Elektro-Kleinstfahrzeug einer bestimmten Krefelder Firma war, wo dann bei meinem Fahrzeug ein IPX4-Test durchgeführt wurde. Wenn ich weiß, was ein IPX4-Test sein soll, dann bitte ich, das nachzuschlagen, weil wenn ich es beschreiben würde, darin ein Wort vorkommt, was ich so mein gesamtes Leben im Zusammenhang mit einem bestimmten Produkt nie wieder in einem bestimmten Zusammenhang sagen darf. Prost! Sorry, bin durstig. Da wurde nun gleich aus zwei Kanonenrohren auf mich geschlossen. So hat zum einen das Labor mir untersagt, dass ich das Beweisvideomaterial, so wie ich es dort im Labor erstellt habe, nicht öffentlich zeigen darf in der Form, wie ich es gemacht habe. Ich hatte zwar vor Ort um Drehgenehmigungen gebeten und auch um das Einverständnis jeder Person, die dort auch noch mit FFP2-Maske zu sehen war, aber das Missverständnis lag da wohl, zu welchem Zweck ich die Aufnahmen verwenden darf. Und bei YouTube waren diese nun nicht erwünscht. Hätte ich es nicht rausgenommen, wären wahrscheinlich wieder rechtliche Schritte gegen mich eingeleitet worden. Das respektiere ich. Das Labor hat das Hausrecht und ich habe das Video umgehend rausgenommen und werde es gegebenenfalls in Zukunft noch entsprechend verändert, mit dem Labor abgestimmt, wieder veröffentlichen, wenn es mir erlaubt ist. Leider ist mein Elektro-Kleinstfahrzeug bei diesem besagten Test auch durchgefallen. Das ist ein Fakt. Dieses hatte ich auch in diesem besagten Video als Kommentator in diesem Laborkontext, was nun nichts mehr mit meiner Gartenschlauchaktivität nach Anleitung zu tun hatte, so gesagt. Was mir nun wohl zum Verhängnis geworden ist, sodass auch aus einem zweiten Kanonenrohr erneut auf mich geschossen wurde. Die Leute, die meine letzten Videos aus diesem Monat, die jetzt alle weg sind, geschaut haben, erinnern sich auch sicherlich daran, dass ich ganz deutlich gesagt habe, dass wenn irgendwas berechtigt mit dem Video nicht okay sein sollte, man mich doch bitte anrufen solle oder sehr gerne eine Mail schreiben, da ich zu jeder Zeit zu Gesprächen bereit war, um Lösungen zu finden. Einen Anruf gab es nicht, auch keine Mail. Es gab ein erneutes Schreiben der Rechtsvertretung der Krefelder Firma, nachdem der Chef dieser Firma wohl zurück war aus seinem Maledivenurlaub. Diese sind leider der Meinung, ich hätte gegen bestimmte Auflagen verstoßen, obwohl dies in keinster Weise meine Intention war, dagegen zu verstoßen und es auch aus dem Gerichtsurteil für mich nicht verständlich genug geschrieben war. Was ich nun noch darf und was eben nicht. Auch ist der Dreh in dem Labor vor dem Urteil geschehen, sodass ich da nun kein genaues Skript hatte, was ich sagen darf und was nicht, und es mir leider entgangen ist, dort wenige Passagen angeblich verurteilenswert formuliert zu haben. Aber ich habe jetzt verstanden, dass egal in welchem Kontext es ist und ob es nun Meinung oder auch korrekte Tatsachenbehauptung ist, ich ein bestimmtes Wort, Prost, in einem bestimmten Zusammenhang mit einem Produkt dieser Krefelder Firma nie wieder öffentlich sagen darf, solange die einstweilige Verfügung gegen mich besteht.
Ich bin nicht bewusst gegen diesen Erlass des Gerichts vorgegangen und möchte diese auch nicht provozieren oder missachten, was mir die Gegenseite immer wieder unterstellt. Ich habe das vielmehr gemacht, um aus meiner Logik heraus Fakten zu schaffen für die nächste Instanz, dem Oberlandesgericht. Nämlich, wie die Reaktion auf das Ergebnis wohl ausgefallen wäre, hätte ich mich in meinem ersten Testvideo schon an die Wünsche der Gegenseite, was ich sagen und zeigen darf und was nicht, gehalten. Ich habe umgehend reagiert und in Abstimmung mit meiner Anwaltskanzlei sämtliche Videos zu dem Thema vorsorglich rausgenommen, weil die Kreativität der Krefelder Rechtsabteilung leider sehr hoch ist, wie man bestimmte Aussagen gegen mich verwenden kann, wenn sie ihren Mandanten stören. Auch sehe ich da eine klare Strategie, nämlich mich im Vorwege schon pleite machen zu wollen, dass ich mir den Hauptprozess gar nicht mehr leisten kann, indem gegen alles gefeuert wird, was auch nur ansatzweise verwendbar zu sein scheint und ich immer wieder als Denunziant dargestellt werde vor Gericht. Das ist das, wie ich es wahrnehme und empfinde, und deshalb sage ich es auch so als meine freie Meinung dazu. Und das ist jetzt kein Kindergeburtstag mehr. So geht aus dem Schreiben, was ich nun am 18.01. das erste Mal gelesen hatte, Folgendes hervor. So wird gefordert, dass das Gericht ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder auch Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten Gefängnis gegen mich verhängt. 250.000 Euro werden es wahrscheinlich nun nicht werden, aber die Größenordnung 10.000 Euro ist hier durchaus denkbar. Das ist für mich viel Geld. Da ich dieses Geld aber nicht auf der hohen Kante liegen habe und auch nicht vorhabe, einen Kredit dafür aufzunehmen, werde ich wohl die Option in Betracht ziehen, eine Weile ins Gefängnis zu gehen. Und glaubt mir, Krefelder Firma, spätestens dann ist auch bei mir Schluss mit lustig und jegliche Gesprächsbereitschaft und Entgegenkommen meinerseits Geschichte. Aber ich glaube, ihr habt die Reichweite eurer Handlung gegen mich noch überhaupt nicht begriffen und findet das irgendwie amüsant, nach dem Motto, ja, uns kann ja nichts passieren, wir feuern mal weiter schön aus allen Rohren auf Spatzen. Zahlt ja eh die Firmen Rechtsschutzversicherung. Ihr habt wirklich trotz aller Appelle von mir und auch zahlreichen Kundenmeinungen noch immer nicht verstanden, worum es geht. Es geht um das Wie. Wie ihr mit berechtigter Kritik umgeht, und zwar auch dann, wenn sie aus meinem Mund kommt. Es gibt so Ereignisse im Leben, wo man falsch abgebogen ist und sich dann im Nachhinein wünscht, hätte man doch nicht diesen Weg eingeschlagen. Und wir werden am Ende sehen, für wen das gilt. Mich oder die Krefelder Firma. Ich habe dafür kein Verständnis mehr, spätestens jetzt nicht mehr. Und es ist auch mein verdammtes und gutes Recht, dafür keinerlei Verständnis mehr zu haben. Und wenn irgendwelche Juristen mir zuschauen und sich jetzt freuen, dass ich das gesagt habe, weil es wieder mit etwas Geschick gegen mich verwendet werden kann, dann ist das so. Von meiner Seite wird nun absolute Funkstelle in YouTube sein, was diese Krefelder Firma angeht. Meinen Elektro-Kleinstfahrzeug und die Verbindung des Wortes, was ich nie wieder sagen darf in diesem Zusammenhang. Ich hoffe, ihr da draußen habt dafür Verständnis und hört bitte auch auf, wild zu spekulieren im Netz. Wer noch etwas gerne fragen möchte und auch Interesse daran hat, es wirklich zu verstehen, um sich dann eine dezidierte Meinung bilden zu können, nachdem man vielleicht auch die Krefelder Firma dazu gefragt hat und deren Sicht der Dinge, um dann was öffentlich zu schreiben und zu behaupten, kann mich gerne anrufen oder eine Mail schreiben. Das gilt insbesondere auch für solche Foren wie Rollerplausch oder E-Scooter-Treff, wo sich teilweise zu unterschiedlichsten Sachen das Maul über mich zerrissen wird, ich aber nichts dazu sagen kann, aus dem einfachen Grund, weil ich aus einer fragwürdigen Firmenpolitik heraus irgendwann mal auf Lebenszeit gebannt wurde aus diesen Foren. Weil sich da die Besitzer dieser dran aufzugeilen scheinen, ihre kleine Macht, die sie in dieser Welt haben, auch zu nutzen und egal wie unlogisch bestimmte Argumentationsketten sind, es trotzdem durchsetzen, aber es als Platz zur freien Meinungsäußerung kundtun. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung zahlreicher Betroffener. Also bitte, hört auf, irgendwelches Bashing gegen mich zu betreiben. Ich habe jetzt echt andere Sorgen als mit Leuten, die zu viel Langeweile haben, wie jetzt ein gewisser angeblicher Franz Müller oder auch andere Leute, der keine Chance auslässt, überall sein Hate Speech bis hin zur Verleumdung gegen meine Person zum Ausdruck zu bringen und dies als freie Meinung verkauft.
Mann, Franz, such dir ein anderes Hobby und geh woanders spielen. Niemand will das lesen. Und wenn du Eier hast, ruf mich an und wir reden. Und nein, auch diese Meinung, wenn sie auf meinem YouTube-Kanal gepostet werden, werde ich nicht zensieren. Und auch habe ich noch nie irgendeinen Kommentar gelöscht. Was mir ja auch schon unterstellt wurde, da YouTube selbst auch Kommentare, wenn diese bestimmte Schlüsselwörter enthalten, entfernt, ohne mein Dazutun. Auch lässt die Solidarität anderer YouTuber aus meiner Sicht sehr zu wünschen übrig. Niemand, aber absolut niemand hat sich hier in diesem Fall klar positioniert. Alle versuchen irgendwie diplomatisch rüberzukommen, weil sie vielleicht Angst haben, dass ihnen auch das Gleiche widerfährt wie mir oder jetzt auf den Zug mit aufspringen und Klickzahlen zu generieren für das, was ich ausgelöst habe. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber diejenigen Helden wissen sicherlich, wenn sie gemeint sind. Auf der anderen Seite möchte ich mich natürlich auch bedanken für die Riesenanteilsnahme in meinem Fall mit zahlreichen positiven und aufbauenden Kommentaren, die ganz klar in der Überzahl sind. Ich bin da wirklich sehr glücklich drüber, dass ich nicht ganz alleine dastehe. Auch möchte ich mich bedanken bei dem Supporter, der eine Spendenaktion ins Leben gerufen hat und allen Leuten, die auch schon was gespendet haben. Die Berufung vor dem Oberlandesgericht ist nun mal sehr teuer für mich und ich muss dabei auch in Vorleistung gehen. Da kommen schnell fünfstellige Beträge zusammen. Erst im Fall eines Sieges würde ich das Geld von der Gegenseite erstattet bekommen. Ich möchte nicht, dass mein Recht, sich zu verteidigen, am Geld scheitern, sage aber auch ganz klar, nein, das Geld ist nicht für mein Privatvergnügen, es ist ausschließlich für diesen Fall. Ich werde keinen einzigen Cent davon behalten. Sollte ich den Fall gewinnen, wovon ich ausgehe, wird alles Geld, was mehr eingenommen wurde und nicht für den Fall verwendet wurde, gespendet für einen guten Zweck, den es dann noch gemeinsam zu bestimmen gilt. An die Leute, die größere Summen ab 100 Euro gespendet haben, kann ich auch anbieten, das Geld wieder zurückzuüberweisen, wenn gewünscht. Ich nehme es, wie gesagt, nicht für mich an. Das soll es an dieser Stelle erstmal von mir gewesen sein. Ich werde mich erst dann wieder öffentlich in YouTube dazu äußern, wenn auch das Oberlandesgericht unter Berücksichtigung aller nun vorliegenden Beweise ein Urteil gesprochen hat in diesem Fall. Das kann nach einigen Wochen oder Monaten dauern, das weiß ich nicht, aber ihr werdet wieder von mir hören, wenn es soweit ist. In diesem Sinne, alles wird gut und bis bald.